Hallo, mein Name ist Ashley und ich werde über Ausländer sprechen. Opa Tantoy und die Familie haben viel Missverständnisse in Spatzenmilch und Teufelsdreck, weil Opa eine Ausländer ist. Ich denke, dass ich Missverständnisse mit meinen deutschen Freunden auch habe. Opa ist ein traditioneller und religiöser Mann und seine Missverständnisse sind normalerweise über Sitten oder modernes Leben. Opa glaubte, dass Fatima ein Kopftuch tragen soll, Karim Moschee gehen soll und Karim eine Ehefrau haben soll. Ich habe nicht Missverständnisse über Sitten, weil meine Dresdner Freunde jung sind und wir die gleichen Meinungen haben. Nicht nur versteht Opa moderne Genderrollen nicht, sondern auch versteht er Transportmittel nicht. Die Familie helfen Opa, diese Dinge zu verstehen. Ich glaube, dass Dresden eine gute Stadt, eine Ausländerin sein ist. Meine Dresdner Freunde sind sehr hilfsbereit und verständnisvoll, wenn ich verwirrt bin. Ich habe mich in die Stadt verlaufen und meine Freunde und mein Stadtplan helfen mir. Ich habe Transportmittel nicht verstanden, aber meine Freunde haben es erklärt. Ich denke, dass es nicht gruselig ist, eine Ausländerin zu sein, wenn man Freunde oder Familie hat. Opa Tantoy spricht ein bisschen Deutsch und Fatima und Karim helfen ihm, Arabisch zu übersetzen, wenn er verwirrt ist. Ich versuche Deutsch mit meinen deutschen Freunden zu sprechen. Opas Deutsch verbessern und ich glaube, dass Sprache nur verbessert, wenn man übt. Dresdner Leute sind nett und sie helfen gern. Ich denke, dass Kassierer, Kellner und Passanten verständnisvoll und freundlich sind. Opa Tantoy und ich sind Ausländer und wir haben gleiche Erfahrungen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!